Und herzlich willkommen hier zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Ja, heute gibt es den Schusstest zu der CM126 oder auch M92. Und ja, wie gesagt, hier die Schutzbrille. Wir schießen auf 10 Meter Entfernung auf Oberkörpergröße ungefähr wieder auf unseren Sergeant Bob. Und ja. Dann bis gleich. So, also kommen wir nun zum Fazit dieser Waffe. Wir haben hier unser Trefferbild. Das heißt, halbautomatisch haben wir auf den Kopf geschossen. Haben wir eigentlich eine gute Streuung. Und vollautomatisch haben wir hier unten dann auf den Oberkörper von ihm geschossen. Und ich muss sagen, da gefallen mir die Treffer auch, also man trifft auf jeden Fall auf 20 Meter locker einen vorbeirennenden Spieler. Ich meine, schaut euch an, wenn ich jetzt hier habe, da haben wir unser Trefferbild, unseren Streuradius bei Vollautomatik, und es waren jetzt so 15 Meter ungefähr. Und wenn wir dann auf 30 Meter einen Gegner treffen wollen, dann geht es im Vollautomatikmodus auf jeden Fall auch noch klar. Und ich meine, viel, viel höher brauchen wir unsere Pistole natürlich dann auch nicht einsetzen. Und ja, also finde ich auf jeden Fall ein gutes Trefferbild von dieser schönen Waffe. Und ihr habt meine Kaufempfehlung. Gönnt sie euch für 75 Euro. Ist auf jeden Fall ein echt schönes Teil. Und auf jeden Fall mindestens vergleichbar mit der Glock 18. Von der ich ja so begeistert bin und auch viele andere. Naja, ich rede schon wieder zu viel. Haut rein, Leute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.